was bisher geschah. Du tötest Eugen und keulst die Yu-Gi-Oh! Ich habe sie alle getötet. Ich kann einfach nicht gewinnen. Richtig erkannt. Ab jetzt übernehme ich. Nein, geh aus meinem Kopf! Du hast keine Wahl. Ich bin viel stärker. Ich habe es dir schon mehrmals bewiesen. Du bist einfach zu schwach. Nein! Ich bin stärker. Ich muss auf mich Acht geben. Alles andere ist erstmal egal. Wann hat alles begonnen? Ich kann mich langsam wieder erinnern. Aber nur an Bruchteile. Ich nehme deine Herausforderung an. Duell! Jetzt muss ich mich auf meinen nächsten Gegner konzentrieren. Yu-Gi-Oh! Nice Guy. Ich freue mich schon auf das Spiel. Schattenspieler, denkst du, du hast das richtige Deck gewählt? Na klar, ich sollte lieber fragen, ob du das richtige Deck gewählt hast. Duell! Ich fange an. Ich gehe erstmal in mein Dante und mille drei Karten. Jetzt werfe ich ein Monster ab, um so meine mächtige Beatrice zu rufen. Dann suche ich mir noch eine Falle auf die Hand und setze zwei Karten verdeckt. Jetzt in Handphase darf ich mir noch eine Fremdenführerin auf die Hand holen. Du bist dran. Dann ist jetzt mein Zug. Ich ziehe. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Nein, nicht dieser mächtige Zauber. Unmöglich. Dadurch kann ich mir eine Sturmkraft der Monarchen suchen. Ich aktiviere sie auch sofort. Ich aktiviere den Effekt meines Monsters, um mein Monster in den Friedhof zu legen. Na und? Das wird dir nichts bringen. Doch, denn ich darf jetzt durch Kraft Zehr rufen und damit wieder ein Monster. Das zerstört sich zwar gleich wieder, aber der Effekt in der Endphase aktiviert sich trotzdem. Bist du endlich fertig? Mach. Ich rufe jetzt mein mächtiges Monster. Was? Wie kann das sein? Nein, das weiß ich zu verhindern. Nein, nicht mein Monster. Durch Dante darf ich mir Zier wieder auf die Hand nehmen. Egal, zeig mal, was du machen willst. Dein Feld ist schließlich auch leer. Stimmt, aber das wird sich gleich ändern. Zunächst darf ich mir ein Monster auf die Hand suchen. Ich ziehe. Ich ziehe. Durch Chugat darf ich in mein Sea Dragon gehen und rufe mein Phantom Knight aufs Spielfeld. Durch einen weiteren in meiner Hand rufe ich wieder Dante. Jetzt mille ich wieder drei Karten und anschließend suche ich mir zwei Karten. Dann werfe ich Zier ab, um eine weitere Beatrice zu rufen. Durch Zier kommt jetzt Dante wieder aufs Spielfeld. Jetzt rufe ich noch meine letzte Beatrice aufs Spielfeld. Nicht schlecht. Attacke. Ich setze eine Karte und suche mir noch ein Monster. Du bist dran. Ich rufe Edea und nutze ihren Effekt. Das lasse ich nicht zu. Du hast auf alles eine Antwort, oder was? Klar, und jetzt aktiviere ich noch die Effekte meiner Monster, um das Ende vorzubereiten. Ich bin dran. Ich rufe jetzt noch über meinen Ritter mein mächtiges Exceed. Los, meine Monster! Es mag sein, dass ich das erste Spiel verloren habe, aber das zweite Duell verliere ich nicht. Ich fange an. Ich beschwöre wieder eine Idee. Ich nutze den Effekt meines Monsters. Nein, das lasse ich nicht zu. Verdammt! Verdammt! Aber ich werde das Duell nicht verlieren. Diese Karte wollte ich nicht sehen. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Klar, ich ziehe. Ich gehe wieder in mein Dante und mille drei Karten. Werfe wieder ein Monster ab, um meine mächtige Beatrice zu rufen. Jetzt durch mein Monster kann ich deine verdeckte Karte zurück auf die Hand geben. Los, Beatrice, Attacke, vernichte sein Monster. Dann suche ich mir noch eine Karte und setze zwei Karten verdeckt. Dann mach gegen das Feld mal was. Das wirst du schon sehen. Ich setze eine Karte. Du bist dran. Das ist ja nichts. Ich aktiviere den Effekt von Beatrice und darf so durch Dante mir einen Graf auf die Hand nehmen. Und durch Zier Dante wieder aufs Spielfeld rufen. Jetzt aktiviere ich den Effekt von Beatrice und kann so mein Monster von der Hand spezial beschwören. Dann beschwöre ich zwei weitere Monster. Dann rufe ich meinen Sea Dragon und gehe mit den gerufenen Monstern direkt wieder in Dante. Ich mille drei Karten. Und durch mein Monster verlierst du 900 Lebenspunkte. Dann rufe ich zum Abschluss noch eine weitere Beatrice. Los, meine Monster, zerstört ihn. Wie konnte ich nur verlieren? Und ich hole mir dich. Nein! Ich habe mich damals duelliert. Gegen wen weiß ich nicht mehr. Ich habe verloren. Was ist passiert dann? Er wollte mich töten. Wie ich gerade Yu-Gi-Oh! Nice Guy getötet habe. Ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Ich habe es erledigt. Kreuz Yu-Gi-Oh! Ist tot. Lass uns treffen.
spiele dein Spiel nicht mehr mit. R.B. Dann wollen wir mal sehen, was er mir zu sagen hat.